Ja, dann herzlich willkommen in die relativ kleine Runde heute Abend nach dem Spiel gegen Werder Bremen 2. Entstand 1:0, 2285 Zuschauer. Ich begrüße die beiden Trainer, Konrad Fünfstück und Lukas Pfeiffer, und würde Konrad Fünfstück um das erste Wort zum Spiel bitten. Ja, zunächst mal Glückwunsch an den VfB Lübeck zum Heimsieg heute Abend, kurz vor Ostern. Ich glaube, das Spiel hat so ein bisschen gezeigt momentan, wo wir stehen, warum wir nicht diese Form haben aus der Hinrunde, als wir uns qualifiziert haben für die Meisterschaftsrunde. Wir haben in der Hinrunde es echt gut hingekriegt, dass man ein gutes Pressing spielen, dass wir den Gegner weit weghalten vom Tor. Wir waren ballsicher, wir hatten Tempo, wir konnten in die Tiefe gehen, wir haben die Gegner wirklich gut bespielt. Und in der jetzigen Situation merkst du einfach, dass es eine andere Mannschaft ist, die wir auf dem Feld haben. Wir haben viele Ausfälle, die uns in der Hinrunde einfach stark gemacht haben. Ein Spiel von uns wird sicherlich auch getragen von Philipp Bargfrede, der Mannschaft viel Halt und Stabilität gibt. Ähnlich wie es hier in Lübeck mit Boland ist, der halt einfach Dreh- und Angelpunkt ist, den du schwer zu verteidigen kannst. Und dann merkst du einfach, dass dann eine gute Jugendmannschaft auf dem Platz steht, gegen eine erfahrene Männermannschaft, die in entscheidenden Situationen, wir haben es jetzt am Samstag in Flensburg erlebt und heute auch in Lübeck, einen Tick cleverer sind, einen Tick weit routinierter sind und dann halt auch wissen, wie sie mit den Jungen spielen. Und trotzdem muss man einfach mal der Mannschaft ein Kompliment machen. Die heute auf dem Feld gestanden sind, sind auch wieder 8 Stück aus der Quarantäne rausgekommen, haben jetzt 3 Trainingseinheiten in den Beinen und dafür haben sie sich wirklich gut gemacht. Die haben sich gewehrt, die waren in den Zweikämpfen drin gestanden, die waren taktisch, glaube ich, gut geordnet, die wussten, wie sie gegen den Ball spielen. Und wenn du hier in Lübeck was mitnehmen willst, musst du einfach dann auch ein bisschen Spielglück haben, ein bisschen das Quäntchen haben auf unserer Seite, was wir auch nicht dann hatten in der einen oder anderen Torsituation, wo ja, der Ball dann nicht kam. Und dann verlierst du unterm Strich einfach 1:0 in Lübeck, wo man den Gegner gratulieren muss, weil sie auch noch 1-2 gute Torchancen hatten. Und deswegen unterm Strich Glückwunsch an VfB Lübeck. Und wir hoffen im Rückspiel, dass wir eine andere Mannschaft wieder dabei haben, die ein bisschen mehr für Stabilität sorgt und nach vorne Torgefahr. Und bis dahin alles Gute an euch. Danke, Konrad Fünfstück. Lukas, dann sag du was zu deiner erfahrenen Männermannschaft. Das ist das beste Kompliment heute, oder? Ja, erstmal vielen Dank. Ja, das mit der Männermannschaft mussten wir uns über das Jahr ja auch hart erarbeiten. Das war ja auch schon mal anders hier diese Saison. Von daher nehme ich das natürlich gerne mit. Wir sind natürlich sehr zufrieden mit der Leistung. Wir hatten auch gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr große Torchancen, wo wir vielleicht auch schon mal mit 1:0 in Führung gehen können, in die Halbzeit gehen können. Ich glaube, die Spielanteile waren eher auf der Seite des Gegners und die hochkarätigen Torchancen dann eher bei uns. Und von daher haben wir dann, glaube ich, in den entscheidenden Momenten wirklich ja, den Ball nach vorne gespielt, sind durchgekommen und bin natürlich nicht so zufrieden mit der Abschlussqualität. Viele Hereingaben von außen in den Strafraum und da müssen wir den Ball einfach früher über die Linie drücken. Ist dann doch mal wieder ein Standard, der uns in Führung bringt. Das ist ja auf der einen Seite unsere Lebensversicherung, auf der anderen Seite kann man auch gerne mal aus dem laufenden Spiel eins machen, aber unterm Strich stehen 3 Punkte und die nehmen wir gerne mit, weil wir ja auch noch ein absolutes Highlight haben zum Schluss mit dem Pokalfinale. Und da wollen wir jetzt einfach stabil bleiben, viel Selbstvertrauen sammeln und einfach gute Leistungen zeigen. Und das haben auch heute die Jungs, die auf dem Platz standen, wieder sehr, sehr gut gemacht. Wir freuen uns aufs Rückspiel. Euch bis dahin auch alles Gute. Bleibt gesund. Danke, Lukas. Fragen aus der Medienrunde. Andreas Breitenberger, Lübecker Nachrichten. Moin in die Runde. Der ungewohnte Look hat Glück gebracht. Sehen wir euch jetzt häufiger im Papageien-Look? Boah, das können wir gerne diskutieren. Ich habe es mir ehrlicherweise schlimmer vorgestellt. Ich fand die Farbkombination jetzt sogar ganz, ganz in Ordnung, aber ist natürlich nicht unser Heimjersey. Jetzt geht es am Ostermontag gegen Oldenburg bzw. in Oldenburg zur Sache. Wie ist die Vorbereitung darauf? Ja, ist erstmal ein sehr schwieriges Auswärtsspiel. Wir haben hier zu Hause gesehen, dass wir trotz einer guten Leistung keine Punkte geholt haben. Deswegen müssen wir da im Zweifel nochmal eine Schippe drauflegen im Vergleich zum Heimspiel hier gegen Oldenburg. Wir haben 2-3 angeschlagene Spieler. Mirko Bulland ist verletzt runtergegangen. Kelvin Brackemann hat seit ein paar Tagen Rückenprobleme. Und wir müssen einfach mal schauen, dass wir die Jungs wieder ranführen. Wir sind natürlich froh, dass jetzt mit Robin Kölle, Tommy Gruppe und Malek Farko schon mal 3
Corona-Erkrankte zurück sind. Die wollen wir natürlich auch wieder auf Fitnessstand bringen, damit die spielen können am Montag. Aber das ist jetzt erstmal ein Zeichen der Regeneration und dann natürlich auch der Gegnervorbereitung. Danke. Gibt es weitere Fragen? Sascha Sievers. Ja, eine Frage an Lukas Pfeiffer. Ihr habt viel Wert im Training auf Standardsituationen gelegt, das sieht man. Du hast das gerade ja auch als Lebensversicherung bezeichnet. Hast du die Befürchtung, beziehungsweise legt ihr gesteigerten Wert darauf, vielleicht nochmal neue Standards jetzt euch in Zukunft zu überlegen, weil natürlich auch der Gegner sich mit jeder Partie und mit jedem Tor mehr darauf einstellt. Chapa hatte sehr viel Freiraum in den letzten Spielen, im 5-Meter-Raum zum Teil, Tommy Gruppe auch. Werdet ihr da nochmal den Hebel ansetzen und was Neues probieren? Na, zum einen machen wir auch nicht jede Woche das Gleiche, aber ich glaube, dass Standardsituationen vor allem auch von einer breiten Brust leben, also wenn wir da schon hingehen mit dem Gefühl, dass es eine Torchance ist, gerade auch die Bälle vor unserer Kurve, da geht man einfach schon mit einem guten Gefühl rein, will dann das Tor machen und das haben wir jetzt über den Winter wirklich gut entwickelt. Die Variante ist, glaube ich, am Ende zweitrangig, da geht es eher so um diese Überzeugung und einen gut getretenen Ball. Und da haben wir eben viel Zeit investiert und fahren da jetzt die Ernte ein und von daher machen wir da auch weiter. Diesmal war es anders, ihr seid nicht kurz vor der Pause in Führung gegangen, sondern erst in der zweiten Halbzeit. Es gab so eine kleine Phase auch mit Wiederanpfiff, wo es ein bisschen wackelig wurde. Ich hatte so das Gefühl, dass ihr da ein bisschen mehr mit Verteidigen zu tun hattet als in der ersten Halbzeit. Wie war die Marschroute in der Pause? Ja, also wie gesagt, wir hatten ja weniger Spielanteile als der Gegner. Das hat auch wieder Kraft gekostet. Wir haben in der Halbzeit trotzdem gesagt, dass wir ein bisschen enger draufgehen wollen noch, gerade auf dem Flügel, dass wir einfach auch die Außenverteidiger gut gepresst bekommen. Wir hatten gute Umschaltmomente in der ersten Halbzeit, die haben uns dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen gefehlt. Aber das ist auch Fußball, dass man da mal eben ein bisschen zu spät kommt, dass die Kräfte mal schwinden, dass man auch mal nicht so kompakt ist, wie man vielleicht am Anfang ist. Da ist ja auch noch ein Gegner auf dem Platz, zum Beispiel auch der Jakobsen bei denen, hat ja auch viel rausgedreht und verlagert. Und damit müssen wir dann auch einfach klarkommen. Wichtig ist, dass wir einfach weiter Gas geben, dass wir dann auch hinter den Ball kommen, die Box gut verteidigen und dann uns wieder Chancen auf andere Art und Weise erarbeiten. Gut, vielen Dank. Jo. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich euch allen fürs Kommen. Danke Konrad Fünfstück. Ich wünsche euch gute Heimfahrt und alles Gute bis zum Rückspiel. Danke Lukas und dann sehen wir uns hier vor dem Spiel gegen Oldenburg am Samstag nochmal wieder.